Wir haben fast 500 Abonnenten, also schreibt mal in die Kommentare, was ich am Abo-Special machen soll. Und ich würde sagen, lassen wir uns jetzt nicht weiter aufhalten, los geht's. Willkommen zurück zu Turboprop Flight Simulator. Heute schauen wir uns nochmal den Freiflug an. Das habt ihr euch ja gewünscht. Ein Flugzeug schnappen, von der Hauptinsel zum Archipel zu fliegen und dort wieder zu landen. Und das habe ich auch schon gemacht. Ich habe hier das Archipel freigeschaltet. Ich habe außerdem hier unten einen Treibstofftank, einen Treibstofftruck freigeschaltet und hier den Autopiloten. Und ich weiß noch nicht genau, wie das alles funktionieren wird. Ich weiß nicht genau, wie es mit dem Treibstoff funktionieren wird. Müssen wir einfach mal gucken. Ich nehme auf jeden Fall als Startort hier die Hauptinsel, und zwar das Feld. Und ich würde sagen, was nehmen wir? Ich glaube hier, also stehen und aus, also an der Parkposition stehen. Als Flugzeug nehmen wir dann RL42. Bei der Tageszeit nehmen wir halt einfach das standardmäßige, einfach Sonnenaufgang oder so. Und den Treibstofftruck nehmen wir natürlich auch mit. Und hier den Autopiloten. Gut, dann starten wir einfach und schauen uns das mal an. Okay, wir haben hier halt Treibstoff, 220 Kilometer. Und da haben wir auch die Insel. Und ich würde sagen, wir fliegen einfach erstmal nur an die Spitze hier. Genau da. Und ich weiß nicht, wird hier irgendwie die Strecke angezeigt, damit wir wissen, wie viel Treibstoff wir brauchen? Keine Ahnung. Wie weit ist das? Wie weit ist das entfernt? Kann mir das jemand sagen, bitte? Weiß nicht, okay. Entfernen wir den Marker mal wieder. Also keine Ahnung, wie weit das weg ist. Was haben wir hier? Fokus? Ah, brauchen wir nicht. Okay, wir wissen also die Strecke nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dann gehen wir mal hier in die erste Person und tanken mal mehr als genug auf. Dazu haben wir auch unseren Treibstoff-Truck. Fahren wir. Und ein bisschen Gas geben. So, schön nah ranfahren. Oh Gott, ich habe fast die Rotorblätter hier berührt. Aber ich hoffe mal, das ist nah genug. Weiß nicht, Transfer. Oh, und jetzt ist da dieser Schlauch. Gehen wir mal in die erste Person. Hier haben wir es, der Schlauch. Beide Fahrzeuge, ja. Beide Fahrzeuge stehen da mit dem Reifen drauf. Und wohin geht's? Hier hin. Okay. Dann gehen wir mal hier ins Flugzeug rein. Und dann gucken wir mal, oh, wie viel Treibstoff wir haben. Also für wie viel Kilometer. Gehen wir mal Pilotenansicht. Wir haben schon 1500, 1600. Beenden wir es mal. Ich glaube, das reicht. Ich weiß es noch nicht genau. Und dann gehen wir raus und parken den mal irgendwo. Also geben wir Gas. Oh Gott, ich habe wieder fast die Rotoren berührt. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal da in diesen Hangar rein, damit es nicht so im Weg steht. So, bremsen. Und kann man das irgendwie ausschalten? Nein, okay. Also wir brauchen es nicht ausschalten. Lass uns einfach hier stehen. Und dann rennen wir wieder zurück zum Flugzeug.
Und das Zeichen hier ist ein bisschen... Moment. So. Machen wir mal so. Steht nämlich ein bisschen im Weg, damit wir auch ein bisschen springen können. Und dann sind wir hier. Und dann steigen wir ein. Komm schon. Gehen wir in die Pilotenansicht. Triebwerke an. Und die da aus, automatisch bremsen. Dann kurz einmal kalibrieren. Dann fahren wir ein Stück nach hinten. Okay, da können wir auch den Autopilot einschalten unter Modes. So, und dann gehen wir mal vorwärts ein bisschen Schub. Komm schon. Da rollen wir jetzt zur Startbahn und ich glaube, das reicht auch. Wir brauchen nicht so viel Platz. Wir drehen einfach mal direkt hier. Bisschen Schub brauchen wir doch noch. So, einmal drehen und dann starten wir auch gleich direkt. Machen wir Schub jetzt auf 100%, damit wir abheben können. Und noch ein letztes Mal kalibrieren. Jetzt können wir anfangen uns zu drehen. Und 240, jetzt sollten wir abheben. Fahrwerk rein. Und dann drehen wir mal ein bisschen. Und zwar so etwa auf 30 Grad Nordost. Und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen steigen, damit wir hier nicht gegen die Berge prallen. Und dann sollte das Ganze klappen. Noch ein bisschen höher. Jetzt fliegen wir auch schon in die richtige Richtung. Deshalb würde ich auch mal sagen, wir schalten so langsam den Autopiloten an. So, Pilot und Autopilot. Nehmen wir uns Autopilot. Okay. Der bleibt jetzt auf dieser Höhe. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Okay. Gut, wohin fliegt er jetzt? Ich habe ein bisschen Angst. Hilfe. Ich gehe mal wieder zurück in den Pilotenansicht und steuere das mal selber kurz. Achso, wir haben Schub auf 35%, sehr stark. Ich fliege mal so lange, bis wir von der Insel weg sind und über Wasser. Dann funktioniert der, glaube ich, ein bisschen besser. Also geben wir Gas. So, wir haben eine recht stabile Höhe jetzt. Wir sind auch weit über den Bergen. Dann müssen wir auch noch ein bisschen nach links. Ich weiß, der Pfeil zeigt was anderes, aber hier oben links, da seht ihr halt dieses Feld. Da zeigt der Pfeil weiter nach links. Ich weiß nicht genau, welches davon richtig ist. Wir sind jetzt über dem letzten Berg. Über dem letzten Berg der Insel und dann sind wir auf der offenen See. Und bisher kann man auch noch nichts sehen von der Insel, von dem Archipel.
Gut, jetzt haben wir das Land verlassen. Schalten wir den Autopiloten an und folgen wir mal. Okay. Achso, wir können hier alles einstellen. Ich würde gern auf der Höhe 3000 bleiben. Und vielleicht so 610 von der Geschwindigkeit. Hallo? Ah, okay, wir müssen das stabilisieren. Wir sind fast reingekracht. Ich würde gerne ein bisschen höher fliegen. So 1000, 1500 so in etwa. Und dann steigt das Flugzeug jetzt. Okay. Okay, ich glaube, ich habe den Autopiloten jetzt raus. Ich glaube, wir brauchen auch nicht so viel Geschwindigkeit. Ich glaube, so 500 reichen, damit wir nicht zu viel Treibstoff verbrauchen. So, können wir auch mal ausschalten. Haben wir hier die wunderschöne Pilotenansicht. Und dann fliegt der Autopilot jetzt. So, können wir hier einiges einstellen. Oh, ja, oder so. Ja, ich glaube, ich lasse so. Haben wir hier die Karte und da die ganzen Instrumente. Okay, wir haben eine Geschwindigkeit von 490 und 1550 an Höhe. Ich glaube, wir sind auf der richtigen, wir sind in der richtigen Richtung oder so. Weiß halt nicht genau. Natürlich können wir auch immer noch einiges einschalten, glaube ich. Zum Beispiel Hauptlicht. Sieht man jetzt nicht unbedingt, aber okay. Ich weiß auch gar nicht, wie weit die Insel weg ist. Beziehungsweise das Schiebel. Ich cheate mal ein bisschen und guck mal, wo wir sind. Oh, wir haben auch schon etwa die Hälfte des Weges geschafft. Ich würde sagen, wir laufen mal ein bisschen rum. Kann man sich hier hinsetzen? Okay. Und da sind wir direkt hinter dem Triebwerk. Na toll. Gehen wir mal weiter nach hinten. Schade, geht nicht. Aber das könnte man machen. So, nein, ich wollte natürlich den Fenstersitz. Sehr schön. So, dann gehen wir mal wieder in die Pilotenansicht. Okay, es ist immer noch ein weiter Weg. Okay. Wir sind immer noch in der Pilotenansicht. Aber wir stehen hinter den Plätzen. Und hier haben wir eine Ansicht von unten und wir sehen schon die Insel. Okay. Wow, das ist komisch. Okay, wir sind vor der Nase des Flugzeugs. Und dann sehen wir das auch so langsam mal. Da müssen wir hin. Mal kurz gucken. Ja, wir können noch ein bisschen im Autopilot bleiben. Ich glaube aber, wir verringern jetzt mal ein bisschen die Höhe, so auf 1000. Und die Geschwindigkeit, oha, auch ein bisschen auf 350 oder so. So, und jetzt haben wir die Höhe erreicht. Sehr schön. Ich sehe die Insel schon, nur noch nicht ganz den Flughafen. Und wir haben mehr als genug an Treibstoff dabei gehabt. Wir brauchen nur 100 Kilometer etwa. Also das war echt einfach. So, zeigen wir überhaupt noch in die richtige Richtung? Ja, fast. Ich würde sogar sagen, ein bisschen weiter. Ja, okay, nicht so stark. Zurück, bitte zurück. Oh Gott. Das Flugzeug fliegt sehr aggressiv.
Okay, so langsam kriege ich auch den Flughafen in Sicht. Deshalb würde ich sagen, deaktivieren wir jetzt mal den Autopiloten, noch einmal kalibrieren und dann wechseln wir zum normalen Piloten. Und dann fliegen wir dieses kleine Stück noch. Machen wir noch ein bisschen mehr Schub. Wir wollen ja nicht super langsam sein. Aber wir können schon mal die automatischen Bremsen anmachen. Und dann sind wir auch schon auf dem Weg dorthin. So, ich würde vielleicht noch ein bisschen sinken, damit wir schön sauber landen können. Und dann sehe ich so langsam auch, glaube ich, die Landebahn. Auf der Karte ist natürlich immer noch nicht zu sehen. Kann man die ein bisschen rauszoomen oder so, wäre schön. Dann könnte man ein bisschen mehr sehen. Oh, ich sehe gerade, wir sind ein bisschen schräg. Das heißt, wir müssen ein bisschen nach rechts und dann nochmal nach links fliegen. Damit wir schön sauber gerade landen können. So, jetzt können wir langsam auch wieder nach links. Können auch ein bisschen wieder Schub rausnehmen. Wir landen ja gleich. Jetzt sehe ich was von der Karte. Nicht viel, ein bisschen. Hier dieser Berg hier, diese kleine Bergkette, kann ich jetzt sehen. Ich würde sagen, wir sinken noch ein bisschen weiter. Und dann fliegen wir jetzt zum Flughafen, sind auch schon fast da. Jetzt müssen wir auch ein bisschen drehen. So. Und dann machen wir uns bereit für die Landung. Alle bitte festhalten. Packen Sie bitte alles zusammen. Wir landen jetzt. Fahrwerk raus. Schub runter. Okay, da kriegen wir auch schon die Ansage an Höhen. Sind hier sehr schön auf dem Weg. Bisschen höher ziehen, damit wir nicht zu schnell absinken. Okay, das war eine sehr harte Landung. Bremsen. Und da haben wir es geschafft. Wir sind am Flughafen angekommen. Und ich weiß auch gar nicht, was hier so alles noch rumsteht. Ich würde es aber trotzdem mal sagen, wir machen mal alles aus. Bremsen. Und dann lassen wir es einfach mal hier stehen und schauen uns mal ein bisschen hier alles an. So, da sind wir gelandet auf dem Archipel. Da sehe ich so eine Stadt oder so. Weiß nicht genau. Ist halt recht groß für einen Flughafen. Der andere Flughafen war halt nicht so groß. Vielleicht hätte ich doch mit dem Flugzeug fahren sollen, weil das bestimmt schneller gegangen wäre. So, aber laufen wir mal da noch hin. Wir haben auch schon fast 20 Minuten. Also reicht das auch schon langsam für eine Folge.
nicht mehr weit, wir sind gleich da. Einfach mal ein bisschen umschauen so. Aber ich denke mal, ist auch nicht so viel Besonderes dran. Ist halt einfach nur ein etwas größerer Flughafen im Vergleich zu den anderen. Schön umschauen. Gucken, ob ein Flugzeug da ist. Wäre jetzt unschön, vom Flugzeug einfach so überfahren zu werden. Oder zerquetscht werden bei der Landung. Jedenfalls haben wir es hier geschafft. Wir sind da am großen Flughafen. Und ich glaube, hier gibt es auch nichts weiter. Wir haben ja auch noch nicht alles freigeschaltet an Flugzeugen. Deshalb gibt es hier auch nichts weiteres. Ich glaube, wenn man alle Flugzeuge hat, dann könnte man die auch irgendwie hier in diese Hangars reinstellen. Und man kann sogar draufklettern auf die Hangars. Sehr gut, dann, oh, ja, da war ich fast im Hangar drin. Jedenfalls können wir uns jetzt hier super umgucken. Ah, so gut ist auch nicht. Aber das hier ist eine Stadt auf jeden Fall. Ansonsten gibt es hier nichts mehr Besonderes, also ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.